Sag ich doch. Jetzt geht's besser. Moin moin Freunde, setzt euch an den Shisha-Stammtisch. Ich bin Schabi. Und ich bin Maya, grüßt euch, hi. Wir sind nach 3,5 Jahren, plus minus, wir haben nicht nachgerechnet, wieder vereint. Nicht, dass die Freundschaft auf Eis gelegt war, auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, die ist noch enger zusammengewachsen natürlich. Aber durch zeitliche Gründe haben wir es einfach nicht geschafft, weiter zusammen Videos zu machen. Aber heute stellen wir euch wie viele Sorten vor? Heute stellen wir euch 3 Sorten an der Zahl vor. Nämlich von Must Have. Nicht zu verwechseln mit Must Age. Da kommen wir aber gleich noch zu, wo der Unterschied liegt. Ich mache schon mal einen kleinen Spoiler, rauchen nämlich gerade den Aeon Flavo. Das ist was nochmal? Eine milde Zitrone mit einem Hauch Rose. Und gemixt haben wir den mit dem Mixto Tobacco Birne mit grüner Apfel. Ihr fragt euch sicherlich, warum wir jetzt diesen Kopf rauchen oder diesen Tabak, den wir euch gerade genannt haben, und nicht die 3 Sorten von Must Have. Da müsst ihr bis zum Fazit bitte abwarten. Hier haben wir einmal die 200 Gramm fertig gemischt im 2-Komponenten-Verhältnis Must Have Cola. Dann haben wir einmal auch 200 Gramm fertig gemischt den Current und natürlich auch vom Must Have ein Brett. Man muss es lieben oder hassen. Blary, Brombeere. Das heißt, Must Have ist wieder mit 70 Gramm Rohtabak bzw. voraromatisiertem Rohtabak erhältlich. Und man munkelt, das ist Pfeifentabak, man munkelt, dass man 130 Milligramm bzw. 110 Milliliter 99,5%iges Glycerin reintun kann, zusammenmischen kann, umrühren kann, abwarten kann, bis es eingezogen ist und man wieder 200 Gramm hat. Das ist natürlich nicht ganz rechtlich legal, deswegen habe ich ja gesagt, man munkelt nur. Aber wir haben mal einen Selbsttest gemacht und beziehungsweise wir haben diese Dosen bekommen. Ja. Grüße an Flo, Dankeschön dafür. Danke dir. Und genau, wir haben die für euch getestet, alle 3 Sorten. Steht sogar auf der Dose drauf, hat man nämlich gerade hingewiesen. Ja. Was steht da drauf? Einmal Pfeifentabak und darunter als 2. Komponente, ganz wichtig, ohne Glycerin, weil, wie gesagt, das handelt sich hier um reinen Pfeifentabak. Wie gesagt, aromatisierten Pfeifentabak, den wir dann mittels Glycerin sozusagen noch, ja, mehr oder weniger gestreckt haben, auf gut Deutsch, um zu unserem perfekten Ergebnis zu kommen. Erstmal der Geruch. Wir fangen an mit dem, was ist oben drauf? Blary. Mit dem Blary. Sehr fruchtig, wie so ein Waldbeerenmix, muss ich irgendwie sagen. Also pure Brombeere. Ja, Brombeere an sich schmecke ich. Ja, es ist so waldbeerig, so ein bisschen. Ja. Wie ein, ich will jetzt keine weiteren anderen Hersteller nennen, aber wie ein bekannter Beerenmix von einem anderen Virginia-Hersteller. Ja, von würde ich sagen. Deutschen bekannten Hersteller. Genau, genau. Des Weiteren haben wir den Current, den wir schon eben benannt haben. Das soll sein eine schöne, schwarz gereifte Johannisbeere. Schwarz gereifte Johannisbeere, ja. Natürlich. So riecht es auch. Ja. Ohne Scheiß. Also es riecht intensiver wie der Blurry, finde ich. Also ja. Fruchtiger. Ja, ja. Also vom Geruch. Ja, also auf jeden Fall vom Geruch intensiver. Ich kann nicht, also wir riechen gerade nochmal neu, nicht nur für euch, sondern um uns nochmal zu erinnern, denn das letzte Mal, wo wir den getestet haben, das ist schon gut eine Woche her. Und als letztes natürlich der Klassiker Cola. Soll schmecken nach einfach Cola. Cola. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Auch, finde ich persönlich, auch ganz, ganz schwierig herzustellen, zu produzieren vom Aroma, um es halt wirklich zu treffen, muss ich sagen. Also Cola ist auch eine Herausforderung. Ja. Also Geruch würde ich... Boah, Digga, ich hab mal... Glycerin in der Nase. Ich habe jetzt ein bisschen Glycerin geschlupft. Aber ja, es ist sehr, sehr süß. Also man süßlich, man merkt, es ist so eine, ja, Standard Haribo. Ich wollte es gerade sagen, also ohne Scheiß, der Geruch erinnert mich einfach wirklich 1:1, wenn man das so namentlich erwähnen darf, Haribo-Cola-Kracher.
Also definitiv. Ja, genau. Cola-Kracher. Cola-Flaschen. Nee, wie die Cola. Ah, stimmt, Cola-Kracher gibt es ja auch. Diese stimmt. Kaubonbons, diese. Schreibt mal in die Kommentare, was mögt ihr mehr? Haribo Cola-Kracher, diese dickeren Dinger. Ja. Vielleicht auch was für die Ladies, weil dickere Dinger. Ja. Okay, lass mal das. Oder Coca-Cola-Flaschen auf dem Sofa naschen. Cola-Flaschen oder Haribo Cola-Kracher. Ja, also wie gesagt. Oh. Ja, also geruchlich. Geruchlich. Ohne Spaß. Die letzten Videos, ich habe mich immer gefragt, heißt das geruchlich oder gerüchlich? Schreibt mal in die Kommentare, geruchlich oder gerüchlich oder was ganz anderes. Beides falsch. Ich glaube, beides falsch. Ich würde sagen, einfach vom Geruch. Vom Geruch her. Ja, vom Geruch her, ja, würde ich sagen, auf jeden Fall, wie gesagt, Cola-Kracher. Und ja, es riecht auch nach Cola. Also man merkt auf jeden Fall, was es sein soll. Würde man uns die Sorten jetzt bei Richtig oder Schlauch präsentieren, oh ja, wäre ich mir ziemlich sicher, dass wir die Sorten auf jeden Fall beide auf dem Schirm haben. Und apropos Richtig oder Schlauch, wie gesagt, der Stammtisch ist wieder vereint. Wie gesagt, die letzten Jahre hatten wir halt so eine kleine räumliche Trennung aus privaten und beruflichen Gründen. Jetzt sind wir wieder vereint. Jetzt können wir es ja eigentlich sagen, jetzt haben wir es ja eh schon angeteasert. Richtig oder Schlauch, kommt zurück. Jubel! Auch wenn andere Leute das Format vielleicht eingestellt haben, Stammtisch nicht. Was heißt eingestellt? Geklaut und eingestellt. Ja, richtig. Ganz ehrlich, diese drei Sorten uns dann zu präsentieren von der Regie wäre ja ein bisschen zu einfach. Das wäre zu einfach. Ja, wären einfache Punkte für uns beide. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, bei Richtig oder Schlauch, was wir da machen sollen. Wieder, ich sag mal, Fragen erraten. Also beziehungsweise die Regie stellt uns Fragen und wir müssen dann die Antwort auf ein Handy tippen oder wir erriechen Tabak oder beides. Ja. Ihr entscheidet. Wir haben alle drei, wie gesagt, letzte Woche getestet. Separat. Alle separat natürlich, alle einzeln, nicht gemischt. Und müssen zu dem Schluss kommen, dass der vom Geruch, wie wir gerade schon gesagt haben, relativ positiv ist. Ja. Obwohl der, welcher war das, der Current oder der Blurry, etwas bisschen, also vom Geruch schwach ist. Das war dann der Current. Genau, der Current war das. Und geschmacklich müssen wir wirklich sagen, es ist genauso, nee, es ist leider schlimmer geschmacklich als beim Geruch. Der hat den Tabak mit 130 Milligramm Glycerin angemischt und hat auch schon vorher zu mir geschrieben, der Tabak ist, also der hat Äste und irgendwie eine komische Form, nenne ich es mal, für die Laien, einen komischen Schnitt, nicht Form, von den Blättern her, dass er den oder das Glycerin gar nicht annimmt. Dann haben wir die Dosen geöffnet, als er dann die zu mir geschickt hat und wir müssen sagen, da ist so eine Pfütze drunter. Ja. Wir hatten vor einigen Wochen hier bei uns, ich glaube, ganz Niedersachsen hat davon profitiert, auch wenn profitiert das falsche Wort ist, ein Hochwasser, ja, und gefühlt genauso sieht es in den Dosen aus. Also der Tabak ist feucht, aber nicht aufgezogen feucht. Es ist einfach zu viel. Es ist zu viel. Er nimmt das nicht auf. Ja. Und egal wie sehr man umrührt und es in den Kopf packt, es ist nicht rauchbar. Wir haben alle drei Sorten getestet. Ja. Der Cola hat, nee, der, welcher war, der Current hat am besten abgeschnitten. Ja, also unsere persönliche Meinung. Einfach. Unsere Meinung. Wir wollen ihr nicht schlecht machen. Ja. Wir sagen immer wieder und auch heute, nur weil wir jetzt leider negativ nach langer Zeit mal wieder berichten müssen, ja, kauft den euch trotzdem. Vielleicht liegt er ja euch und vielleicht alles Geschmackssache. Ja, ist vielleicht einfach Geschmackssache. Aber unserer Meinung nach war der Current am besten, hat aber auch nur eine Viertelstunde gehalten, ja, und von Anfang an durch dieses viele Glycerin trotz Abtupfen, das müsst ihr ja euch mal vorstellen, hat er was übergekocht. Was ich vielleicht noch ergänzen könnte zu den drei Sorten, egal zu welcher von den drei Sorten, ist einfach, wie gesagt, auch nur meine persönliche Meinung ist, der Tabak ist auf jeden Fall, lässt von der Intensivität beim Rauchen massiv nach, also er ist richtig, richtig lasch, so wie man das Dark Blend gar nicht einschätzt, aber ich sag mal, für uns persönlich war es einfach zu lasch und naja, da sind wir von den kleinen Dosen halt einen anderen Standard gewöhnt. Kann man halt auch und muss man leider so sagen. Das stimmt. Und das ist halt der große Unterschied, meine lieben Freunde, zwischen den großen und den kleinen Dosen, beziehungsweise zwischen Must-Have, was wir euch hiermit jetzt vorgestellt haben,
als Must-Age. Die Fruka GmbH hat die Namensrechte gekauft von Must-Have und produziert Halbwissen. Ich habe mich informiert, aber dort sind sich die Leute, ich will jetzt keinen Namen nennen, unschlüssig, aber es wird da spekuliert, dass dieser Dark Blend hier von Must-Have in Deutschland produziert wird und, ja, wie wir halt gerade gesagt haben, vom Geschmack nicht den russischen, nicht mal im Ansatz, den russischen Must-Have repräsentieren kann. Must-Age wiederum ist immer noch der, ich sag's mal, für Laie originale Must-Have und wird vertrieben durch New Tobacco. New Tobacco ist bekannt durch Blackburn, Nash, Sebero und Co. Wir können ja nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf genau auf die Sorten eingehen. Cola hat geschmeckt wie Cola, aber... Das war wirklich der Tabak, wo ich sage, also mein Top-3-Ranking von Cola, muss ich sagen, hat auch den meisten Geschmack verloren. Ja. Das war wirklich... Das war keine 10 Minuten, da war der Geschmack weg. Also du hast immer noch so eine ganz leichte Prise, aber das kannst du nicht rauchen. Das kannst du, und dieses, vor allem, egal wie sehr du abtropfst oder abtupfst, diesen viel zu feuchten Tabak, der Glycerin nicht aufnimmt, der kocht dir über und das kratzt im Hals. Glaub mir, das kratzt im Hals. Das ist nicht angenehm. Also du kannst es auch, ehrlich gesagt, das bringt ja auch nichts, wenn du den Tabak so oft abtupfen musst. Ja. Und wie gesagt, dann ist ja klar, dass das Aroma flöten geht, wenn jetzt wieder ganz schlaue Menschen das kommentieren. Das ist ja klar, aber wie gesagt, wir haben es beide getestet. Wir haben hier über 3 Stunden Zeit und Lungenvolumen investiert. Und Gesundheit. Ja, richtig. Und können halt einfach sagen, es ist unsere Meinung. Wie gesagt, der Tabak hat massiv nachgelassen vom Geschmacklichen her. Und wie gesagt, Cola auf jeden Fall Platz 1, was am schnellsten das Aroma verloren hat. Ja, okay, bei Blary und Courant kann man halt sagen, es sind halt Fruchtbomben und dementsprechend schlagen sie auch anders ein auf gut Deutsch und sie halten das Aroma länger. Was ich damit aber sagen will, spätestens auch nach 20, 25 Minuten ist auch das Aroma verflogen. Dann habt ihr einen kratzigen Kopf und könnt ihr euch ja denken, was man dann mit dem Kopf macht. Ne? Schade. Schade, einfach schade. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und es würde uns beide freuen natürlich, wenn ihr, falls noch nicht getan, einen Daumen nach oben da lasst und ein Abo und natürlich die Glocke aktivieren und auf alle anderen Social Media Kanälen wie Insta, WhatsApp, Twitch und wie auch alle anderen heißen mögen, alle natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, einmal da folgen würdet. Ich verabschiede mich und nach langer, langer Zeit, Meier hat das letzte Wort. Danke fürs Zugucken, Schüsseldorf. So, das war's dann auch von mir. Erstmal bis auf Weiteres. Ne? Wie gesagt, wir sind wieder am Start. Wir attackieren 2024. Wie gesagt, schreibt uns bitte in die Kommentare. Macht euch uns, helft uns Gedanken zu machen, was wir oder wie wir richtig oder schlau in 2024 mit euch als Community umsetzen können. Wie gesagt, wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns auf der Messe. Wir sind dieses Jahr wieder am Start, können wir auch sagen. Und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Tabak-Review oder halt in Absprache mit der Regie dann auch wieder richtig oder schlauch. Lasst uns wissen, was wir machen sollen. Wie gesagt, wir sind uns für keinen Scheiß zu schade. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.